ist endlich Zeit für einen neuen Vlog. Ich freue mich so sehr, weil mein letzter Vlog war noch Sommer und jetzt ist Herbst. Und Herbst ist meine absolute Lieblingsjahreszeit. Es ist tatsächlich schon jetzt bald Oktober. Nächste Woche ist Oktober. Ich habe ein bisschen länger nicht gefilmt, weil die letzten Wochen ehrlich gesagt nicht so viel abging. Aber ja, heute feiern wir Herbstanfang. Das ist ja meine Tradition. Ich glaube tatsächlich, ihr habt auch jeden miterlebt. Ich kann mal die anderen, ich meine, es sind wirklich zwei Vlogs, die ich schon gemacht habe. Ich glaube, ich poste seit 2022, meine ich. Ich kann die dann mal unten in den, hier, Beschreibungen, was auch immer, da rein, den Link reinpacken, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Von den letzten Jahren. Aber ja, es ist unsere Tradition. Dieses Jahr ist ein bisschen später, weil ich glaube, davor war es auch irgendwann mal später. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls konnte ich letzte Woche nicht und deswegen machen wir es heute. Und wir fahren wie immer zum Bauer Lipp. Da freue ich mich richtig drauf. Das ist in Weiterstadt. Und gucken mal, was wir danach machen. Also heute kommt zu dem Pumpkin Patch kommt auch noch die Pani, eine Freundin von uns mit. Also mit Cecilia und mir. Ich weiß gar nicht, ob ich ihren Namen schon genannt habe gerade. Genau, fahren da hin und dann gucken wir mal. Meistens backen wir Zimtschnecken und kochen abends und schauen dann irgendwie Harry Potter oder so. Also ich freue mich wirklich richtig, richtig doll. Und morgen ist noch was Cooles, weil morgen gehe ich mit der Yara Äpfel pflücken und ich freue mich so, weil ich habe das noch nie gemacht und ich habe es von ihr zum Geburtstag bekommen. Ich freue mich richtig, richtig doll, deswegen ja, mache ich mich gleich mal los. Ich muss gerade noch mal kurz ein bisschen aufräumen und dann zeige ich euch mein Outfit. Also, das ist das Outfit. Ich habe hier, beziehungsweise meine Mama hat sie gekauft und sie gehört zu uns beiden. So eine neue Weste, die aber halt hier so aus Strick ist. Und meine graue Jeans. Und dann ziehe ich, glaube ich, noch die Jacke hier drauf. Ich sehe dann zwar irgendwie ein bisschen seriös aus, aber es war jetzt gerade einfach alles bequem. Genau, und das ist das Outfit. Heute ist richtig schönes Wetter draußen. Ich freue mich sehr dolle. Bist du bereit? Ich bin komplett bereit. Pani, bist du bereit? Yes. Ich habe Angst, dass ich euch aber enttäusche. Mir ist es egal, weil ich habe keinen Orientierungssinn. Das heißt, ich setze auf Cecilia. Deswegen habe ich Angst, dass ich euch enttäusche. Rein geht's. Oh mein Gott, ich bin excited. Let's go. Let's go. Ich laufe halt einfach so sehr hinterher die ganze Zeit. Zack. Zack, boom. Ja, aber also was für ich, ne? Ihr wart ja auch mega. Also Erdbeere? Ja. Den müssen wir ja so finden, den gibt es nicht auf der Karte. Das ist jetzt eine halbe Erdbeere. Oh nein. Ja! Oh! Ja. Wie gut ist der? Super gut! Woo. Lost. Einfach lost. Was haben Sie gesagt? Jetzt laufen Sie einfach weiter. Haben Sie was Gemeines gesagt? Nein. Nein, nein. Ich traue euch. Nein, 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 nein. Ich traue euch blind einfach. Ja, okay. Ja. Dann gehen wir über den Arm wieder zurück, über die Nase und dann gehen wir da hoch. Let's go! Ich kann gerade kurz mein Näschen putzen, ja. Nee. Update, Cecilia hat den Faden verloren. Wir sind verloren. Wir haben auf sie gehört, jetzt sind wir verloren. Nee, sie hat verkackt jetzt. Ich würde sagen, wir müssen in die andere Richtung. Also wirklich, da vertraut man einmal eine Person. Lach. So, Leute, ich möchte nur kurz berichten. Ich habe hier ganz alleine, laut freier Schnauze, habe ich schon zwei Stempel gefunden. Keiner traut mir. Ich bin halt nicht so der Mensch, der denke nicht so viel nach. Ich laufe einfach. Also ich habe da nie so einen Plan, sondern ich mache dann einfach. Und das habe ich getan und es hat funktioniert. Und jetzt laufen wir weiter. Die anderen trauen mir nicht, aber es ist mir jetzt egal. Ja, jetzt, ich glaube, ich hätte mir vielleicht eher in die andere Richtung gehen sollen. Ich sag das so jetzt einfach mal nicht. Wir haben uns schon wieder verlaufen. Helfen Sie mir.
Ja, aber der Stempel, wo war der Stempel? Der war da. Ja, links schaut. War der. Wir haben alle getroffen. Außer dem Mystery. Alle getroffen. Genau, und wir suchen eigentlich den Mystery, aber wir wollen jetzt nicht so das ganze Labyrinth, also suchen wir eher den Ausgang. Ja. Fanny, was sagst du? Könnte sein, dass wir hier sind? Das sieht halt schon aus wie so ein Tor. Der war da. Okay, wir sind auf den letzten Metern. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt sind wir ganz woanders. Nee, wir müssen eigentlich da sein. Wir haben kurz rausgelunzt. Nein, wir müssen gleich da sein. Wir machen das. Wir machen das. Die letzten Meter, sie werden gefilmt. Genau, okay, sind wir da. Asterix, wir haben es. We made it. Wir haben es geschafft. Alter. Wow. Angefangen zu regnen. Wir sind komplett nass. Oh mein Gott, also bei mir. Du bist wirklich so gerannt, als ob du. Eigentlich ist irgendwie nur gefühlt. Ich schwöre, vor allem, ich bin so gerannt, so schnell ich konnte und du warst eben trotzdem weg, ey. Vielleicht soll ich eine Running-Karriere starten. Ich muss mich erstmal ganz kurz. Was so. Akklimatisieren. Ja, also du bist auch richtig nass hier so. Ja, ich bin richtig, also ich bin komplett nass. Ja, weil du einfach gerannt bist. Ja, das war der Wind. Ich glaube auch. Weil ich schneller war, kam mehr Regen auf mich, ja. Oder? Ja. Ich glaube auch. Oh Gott. Okay, tschüss Leute. Hello, hello. Also es ist mittlerweile ein bisschen später. Wir haben, glaube ich, sogar schon 17 Uhr. Eigentlich hätten Cecilia und ich ja dann den ganzen Tag noch zusammen verbracht, aber wir sind dann hergekommen. Und haben Harry Potter geschaut, den dritten Teil. Und irgendwie war sie dann nicht so ganz fit und deswegen ist sie jetzt erstmal nach Hause gefahren. Und wir gucken mal später, ob wir dann heute Abend noch was zusammen essen, ob ich dann nochmal zu ihr fahre oder so. Mal gucken. Aber ich habe, ich glaube, ich habe es tatsächlich sogar schon mal in einem Vlog gemacht. Ich habe ja so ein Konzertbuch und da mache ich alle möglichen Sachen rein von meinen Konzerten seit, ich glaube, ich habe 22 angefangen. Genau, 2022 habe ich damit angefangen. Also beziehungsweise ab da habe ich die Sachen eingeklebt, weil vorher war die Qualität nicht so nice. ich habe es jetzt für dieses Jahr noch gar nicht gemacht. Ich war letztens Bilder ausdrucken und ich habe halt... Warte, ich muss mich mal kurz irgendwo hinstellen. Und ich habe halt von Adele so viele... Polaroids. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll. Ich habe so, so viele, weil wir sind nach den Konzerten sind wir einfach immer runtergegangen und haben uns die gesneakt, gesammelt. Und davon werde ich auf jeden Fall ein paar einkleben. Und ich habe hier hinten noch von Olivia damals, auch noch Konfetti gesammelt. Und da waren ja auch welche so beschriftet. Und da habe ich noch so ein paar Sterne. Ich glaube, ich habe tatsächlich sogar nur ein beschriftetes. Aber ja, ich habe auf jeden Fall ganz viel... Bilder ausgedruckt. Ich habe auch noch die Zeitungen von Adele. Wirklich immer noch eins der besten Konzerte überhaupt. Und genau, ich habe hier teilweise solche ausgedruckt, also so auf halb-halb. Ich habe jetzt auch hier solche entdeckt, das habe ich vorher noch nie gesehen, dass man so halb-halb ausdrucken kann. Aber ich habe natürlich auch ein paar in groß. Genau, und das werde ich jetzt tun. Ich freue mich sehr. Ich schaue dabei How to Lose a Guy in 10 Days. Besser könnte es nicht sein. Und dann schauen wir mal, ob Cecilia und ich uns heute Abend noch sehen oder ob ich dann allein mache. Hier haben wir erstmal Rene Rapp, da war ich mit Melissa im Februar und es war ganz, ganz toll. Dann waren wir bei Olivia und Olivia wirklich ein absolutes Highlight für mich. Also ich würde es wirklich auf jeden Fall mit in die Top 3 nehmen von allen Konzerten. Also es war so gut, wirklich, es war ganz toll. Dann Taylor! So toll, also es musste natürlich eine Doppelseite werden, weil ich war bei beiden Nächten in München dabei. Von daher haben wir hier Seite 1 und Seite 2. Ja, ja, hier haben wir die süßen Mäuse und ich habe eigentlich noch Johanna und ihr Freund dabei, aber ich
Ich habe das eine Bild doppelt ausgedruckt von Hannah und mir und das andere leider nicht. Von daher war ich ein bisschen lost. Und dann haben wir noch Adele. Und Adele war wirklich das Konzert meines Lebens. Also das war wirklich das Highlight des Highlights. Ich weiß nicht, wann ich jemals... Ich war sehr oft schon so glücklich auf Konzerten, aber das war wirklich nochmal eine andere Nummer. Das gibt manchmal so, es gibt manchmal so Künstler, von denen erwartest du gar nicht, dass du sie siehst, weil sie so außerhalb der Reichweite sind. Also es ist wirklich crazy. Und dann habe ich hier noch ein paar Polaroids reingeklebt. Wie gesagt, ich habe noch so viele. Aber ja... Oh Mann, ich war tatsächlich noch bei Emilio auf dem Konzert, aber ich habe tatsächlich kein Bild gemacht auf dem Konzert, sondern nur ein paar Videos. Deswegen hatte ich gar nichts zum Reinkleben. Aber ja, es fühlt sich langsam. Ich freue mich so. Vor allem dieses Jahr kommen echt noch einige Konzerte tatsächlich. Oder also es kommen schon noch ein paar, weil ich bin die ganze Zeit noch am Überlegen, ob ich zu Lizzie McAlpine gehe oder nicht. Weil ich krieg's Ticket nicht los, deswegen bin ich die ganze Zeit überlegen, ob ich doch noch hinfahre. Dann sind wir bei Colin Gray in Amsterdam, freue ich mich unfassbar drauf. Dann versuche ich, also ich habe mich angemeldet für Shawn Mendes, ich will es eigentlich gar nicht laut aussprechen, oh mein Gott, oh, wünsche mir einfach Glück, dass ich dafür noch Tickets bekomme, weil das war wirklich, das wäre ein Träumchen. Es wäre ein Träumchen, weil meine Shawn Mendes Touren wurden beide schon abgesagt. Ich hatte für zwei Touren schon Konzertkarten und sie wurden beide abgesagt. Naja, jedenfalls hoffe ich, dass ich da noch hingehen kann. Dann haben wir letztens spontan Tickets gekauft für Role Model, worüber ich mich so krass freue. Also ich freue mich da sehr drauf, so rum. Und im Dezember sind wir noch für Berg. Das ist wirklich ganz toll. Also im Endeffekt kommen meine ganzen Konzerte jetzt noch. So ungewohnt, weil sonst habe ich im Herbst eigentlich nie Konzerte, also wenige Konzerte. Und für nächstes Jahr habe ich auch schon welche. Oh mein Gott, ich muss euch jetzt erzählen, wartet. Also nächstes Jahr gehe ich auf jeden Fall zu Gracie Abrams. Dann Sabrina Carpenter. Ich freue mich so sehr, da haben wir jetzt die ganzen, also die Tour hat ja jetzt angefangen und es ist einfach crazy, was da abgeht. Dann gehe ich zweimal zu Billie Eilish, was wirklich mein Leben verändern wird, weil Billie Eilish ist wirklich meine Lieblingskünstlerin auf der Welt. Also wirklich auf der Welt. Und ich habe sie schon einmal 2022 gesehen und es war lebensverändernd, wirklich lebensverändert. Und jetzt wird es, glaube ich, einfach nochmal crazy. Es wird wirklich crazy. Und ich gehe zweimal hin, ich freue mich so sehr. Einmal nach Berlin und da haben wir Stehplätze und einmal nach Köln, da haben wir Sitzplätze. Genau, deswegen freue ich mich da sehr. Und ich glaube, mehr habe ich tatsächlich noch nicht für nächstes Jahr. Doch, Jeremias. Ha, Jeremias, ja. Genau. Naja, jedenfalls wird das, glaube ich, ganz toll. Und, oh mein Gott, Leute, ich habe noch Tickets zu Dua Lipa. Oh, nächstes Jahr wird ein gutes Jahr. Nächstes Jahr wird ein sehr, sehr gutes Jahr. Ich hoffe ja so sehr, dass Lady Gaga noch auf Tour geht. Das ist ja wirklich mein Traum. Weil ich habe tatsächlich von großen Künstlern, also wirklich großen, großen Künstlern, die jeder kennt, habe ich nur noch zwei auf meiner Liste, die ich noch nicht gesehen habe. Und das ist einmal Lady Gaga und das ist zum anderen Miley Cyrus. Also, oh, ich weiß, Miley Cyrus hat gesagt, sie geht nicht mehr auf Welttournee, bla bla bla, aber man weiß nie. Man weiß nie. Und dann hoffe ich sehr, dass Phineas noch auf Tour geht, weil Phineas steht auch noch ganz groß auf meiner Liste, ihn zu sehen. Und sonst habe ich tatsächlich das große Privileg gehabt, dass ich schon sehr, sehr viele Künstler gesehen habe, die mir sehr viel bedeuten. Also eigentlich fast alle. Das ist verrückt. Also nächstes Jahr wird ein gutes Konzert, ja. Es wird ganz toll, vor allem Dua Lipa, ich freue mich so. Es wird ein bisschen crazy, weil ich gehe sozusagen zu Billie, dann habe ich einen Tag frei und dann gehe ich zu Dua Lipa. Und beim letzten Mal hatte ich wirklich ungefähr 3 Wochen Post-Concert-Depression bei Billie. Ich bin gar nicht drauf gekommen, ich habe wirklich nur geheult. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Hey Friends, es ist Tag 2 von diesem Herbstwochenende. Ich habe ja gestern, glaube ich, schon gesagt, dass ich mit Yara heute Äpfel pflücken gehe. Ich freue mich sehr, heute Abend noch eine Kürbissuppe. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe mal, es wird nicht schlimmer. Ja, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet und es Herbst wird, dann passiert das mal schneller, dass man ein bisschen kränkelt. Aber ich bin da guter Dinge. Die Arme müssen jetzt auch gleich kommen. Ich zeige euch mal kurz mein Outfit. Ignorieren wir bitte, was hier gleich alles rumliegt. Aber das ist das Outfit. Ich habe wieder mein Uniqlo-Cardigan an und meine Weste und eine Jeans. Die ist zwar ultra low-rise, weil eigentlich ist das meine Hose. Meine Jeans für, wenn ich Bauchschmerzen habe, aber irgendwie, ich hatte auf meine andere gerade keine Lust, weil die sitzt irgendwie ein bisschen chilliger. Ich mache jetzt los, ich packe euch ein und dann, yeah!